Ja, also Frau Dr. Bender. Bender-Gonser, recht. Bender-Gonser. Mhm. Also herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie so einen interessanten Kommentar gepostet haben. Und ganz viele im Seminar fragen auch immer wieder, wie sieht das mit Parodontose aus, wie sieht das mit Karies aus, was kann man da machen? Hat natürlich auch ganz viel was mit Mineralien zu tun. Mhm. Und ich bin aber kein Spezialist für Zahnmedizin, von daher hat mich das sehr gefreut. Aha, eine interessante Zahnärztin, die sich da auch engagiert und auch die Fluoridgeschichte durchschaut hat. Mhm. Ja, und auch den Mut hat, sich da öffentlich festzulegen. Und umso mehr bin ich erfreut, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Das freut mich auch, weil meine Vision ist es, immer mehr Leute darüber zu informieren, dass viele Dinge, die wir gelernt haben, eben nicht unbedingt so sein müssen. Bei mir hat es angefangen, dass ich kritisch gegenüber meinem eigenen System wurde, in dem ich ja erzogen wurde. Also ich bin Zahnärztin geworden, habe 86 begonnen zu studieren. Und in diesem Studium wird man sehr stark dazu erzogen, zu gehorchen, möchte ich jetzt mal fast sagen. Also es ist so, man wird sehr obrigkeitshörig, man bekommt gleich zu hören, das, was wir euch vorlegen an wissenschaftlichen Studien, das ist das, was ist. Das hinterfragt man nicht. Das frisst man einfach und man wird auch als Student in diesem Studium sehr stark klein gehalten. Also das ging wirklich bis zum letzten Tag meines Staatsexamens, dass man sich wirklich als der kleine Depp fühlt und sobald man den Schein in der Hand hat, ist man auf einmal der Herr Kollege oder die Frau Kollegin. Das heißt, man bekommt es irgendwie so eingeflößt, dass das, was der über dir steht, einfach immer die Wahrheit spricht. Mhm. Dann wird man entlassen in das Arbeitsleben und man macht Fortbildungen, man bekommt Zeitschriften, Fachzeitschriften, die entsprechend genau das Gleiche einem wieder servieren und man frisst es eben auch wieder. So sehe ich heute die Schulmedizin. Die Schulmediziner werden ganz bewusst so erzogen, dass sie nicht hinterfragen, dass sie nicht durchschauen, was dahinter steckt. Und wenn wir auf Kongressen sind, es ist immer die Pharmaindustrie vor der Tür. Wir gehen aus dem Vortragsraum raus und vor uns stehen die Reihen an Verkaufsständen der Pharmaindustrie. Bei uns waren es dann die Füllungsmittel, also Füllungsmaterialhersteller. Da ist einfach ein wirtschaftliches Interesse daran, dass wir gewisse Dinge einfach verbreiten. Und es ist nichts einfacher, als wenn ein Arzt, zu dem ja viele Menschen einfach gehen und vertrauen, wenn der sagt, das ist richtig, dann macht das der Patient in der Regel. Also das System ist eigentlich ganz einfach. Also ja, es gibt immer welche, die einem sagen, wie es geht, man glaubt es und der glaubt, der sagt das Richtige, gibt es wieder weiter an denjenigen, der wiederum in den Arzt vertraut und so kann man das Ganze ganz gut am Leben halten. Habe in der Zeit auch Kinder geboren und habe eben als Mutter mir auch immer die Frage stellen müssen, was ist denn sinnvoll oder was mache ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kind? Gebe ich meinem Kind Fluorid, ja oder nein? Und ich habe meiner ersten Tochter, also es tut mir heute noch leid, habe ich natürlich so, wie ich es gelernt habe, also sie ist 93 geboren, kurz nachdem ich eben fertig wurde und sie hat das Fluorid noch so gekriegt, wie ich das gelernt habe und dann habe ich, als sie 6 war, gemerkt, es kommen die neuen Zähne und die haben alle lauter weiße Flecken vorne. Mhm. Das ist die sogenannte Dentalfluorose. Und in der Schulmedizin wird das immer abgetan. Da heißt das immer, ach, das ist nicht schlimm, das macht den Zahn noch stärker und fester und kariesresistenter, also macht das ruhig weiter, das ist gut. Ja. Aber das fühlte sich für mich nicht gut an, in dem Moment, wo es mein eigenes Kind betraf. Und dann habe ich auch sofort aufgehört zu fluoridieren. Also das war dann auf einmal weg, obwohl meine Kollegen und mein damaliger Mann, der eben auch Zahnarzt war, gesagt hat, nee, das darfst du nicht machen. Das ist
also dann provozierst du, dass sie Karies bekommt. Und ich habe es aber trotzdem immer, ich habe so getan, als würde ich es ihr weitergeben, habe es aber nicht gegeben. Und bei meinen drei anderen Kindern habe ich dann keine Fluoriden mehr gegeben. Und entsprechend habe ich es dann auch in der Praxis gehandhabt, dass ich immer offener wurde. Und wenn Leute kamen und gesagt haben, wie sieht's aus, habe ich gesagt, also ich persönlich verwende es nicht mehr. Ja? Jetzt ist es aber so, dass dieses System so aufgebaut ist, dass wir nicht alles frei entscheiden können in der Praxis. Also wir sind abhängig von einem Gesundheitssystem. Wir dürfen nur so und so abrechnen und es wird uns genau vorgeschrieben, wenn du in dieser Sitzung deinem Patienten diese Behandlung angedeihen lässt, dann musst du das kombinieren mit dem. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du das am Ende wieder abgezogen. Also wir kriegen nach 3 Monaten, machen wir Quartalsabrechnung, und wenn wir entweder Dinge zu viel gemacht haben, die meine Kollegen, also es wird immer der Schnitt in der Region genommen, also was macht der Kollege, und wenn der irgendwelche Behandlungen sehr viel macht und ich die nicht mache, dann mache ich mich ja auf einmal verdächtig, dass ich irgendwas komisch mache. Oder wenn ich etwas sehr viel mache, was andere nicht machen, dann erscheint das so, als würde ich da irgendwie gegen das System agieren. Und dann wird mir das einfach abgezogen am Ende. Nach 3 Monaten, ich habe die Leistung erbracht, kommt dann der Regress und dann wird es einfach wieder abgezogen. Das heißt, der Zahnarzt wird dann auch in die Position gebracht, dass er wirtschaftlichen Druck erlebt, wenn er nicht so funktioniert, wie es vorgegeben ist. Ein Zahnarzt, der nicht fluoriert, was hat der für einen wirtschaftlichen Verlust pro Monat? Das kann ich so nicht sagen, weil ich war immer in Gemeinschaftspraxen eingebunden. Mhm. Also ich habe das selber nie... Angenommen, Sie könnten es sagen, was würden Sie sagen? Ach, keine Ahnung. Also man muss einfach bedenken, das Fluorid ist ja nicht nur in der Fluoridierung, die wir vornehmen, enthalten. Mhm. Also das Fluorid wird auch sehr geschickt versteckt in vielen Produkten und viele Verbraucher wissen das gar nicht. Also das Fluorid ist in Polierpasten enthalten für die professionelle Zahnreinigung. Ja, da ist es drin. Dann ist Fluorid drin in den sogenannten Versiegelungsmaterialien, die wir ja unseren Kindern mit 6 Jahren auch unbedingt angedeihen lassen müssen. Und das gehört zu der sogenannten Prophylaxe. Also es gibt sogenannte IP-Positionen. Das zahlen die Krankenkassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Mutter entscheide, ich will meinem Kind keine Versiegelung machen lassen, dann ist eine IP-Leistung sozusagen nicht erfüllt. Und dann kriegt man später Bonusprobleme. Jeder hat ja das Bonusheftchen. Und wenn das Kind zum Beispiel diese Prophylaxe-Position nicht alle durchlaufen hat, dann kriegt es später eben weniger Boni, wenn es mal eine Krone bräuchte oder so. Also es ist alles sehr geschickt eingefädelt. Und die Fluoride sind, wie gesagt, in dem Versiegeler, aber auch in Füllungsmaterialien drin. Also in Kunststofffüllungen zum Beispiel ist Fluorid auch versteckt oder in Zementen, in Glasinomerzement ist es enthalten. Also es ist eigentlich an ganz, ganz vielen Ecken und Enden drin. Und es ist extrem schwer, wenn ein Zahnarzt jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte meinem Patienten fluoridfreie Versorgung angedeihen lassen. Es gibt fast keine mehr. Ja? Und dann sind die entweder so teuer, dass sich natürlich wieder aus dem wirtschaftlichen Druck viele Kollegen sagen, naja gut, also komm, ein Tod sterbe ich und dann so. Kann ja nicht so schlimm sein. Die wissenschaftlichen Studien sagen ja. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, das Fluorid ist in allen möglichen zahnärztlichen Versorgungen drin. Dann haben wir das Fluorid auch im Salz inzwischen. Also es wird ja angeraten, fluoridiertes Salz zu nehmen. Dann in den Zahnpasten, in den Mundspüllösungen. Überall ist es enthalten. Und man sagt zwar immer, Fluorid ist sicher. Oder das sagen die Studien, wenn wir eben maximal 1 ppm geben, dann ist das sicher. Dann macht es keine Fluoridvergiftung oder dann ist es nicht toxisch. Aber wir vergessen, dass das Fluorid ja in ganz, ganz vielen Produkten enthalten ist und das summiert sich ja alles. Ja, das heißt, wahrscheinlich, wenn man da nicht bewusst dahinter schaut und ganz bewusst sagt, ich nehme diese Produkte einfach nicht mehr. Und wenn man auch noch in einer Region lebt, wo vielleicht eine Trinkwasserfluoridierung durchgeführt wird, also in der Schweiz gibt es Kantone, da gibt es die Trinkwasserfluoridierung. In Amerika wurde das oder wird es heute noch gemacht in manchen Gebieten. In Skandinavien gibt es das auch. Also wenn man sich da nicht erkundigt und nicht aufpasst, kann man da sehr leicht eben in eine Überdosierung kommen.
Also man kann ohne, wenn man als Zahnarzt die Fluorierung seiner Patienten vermeiden möchte, ja, ist schwierig. Kann man kaum eine Praxis am Laufen haben. Ja, es ist schwierig. Also, also zumindest keine Kassenpraxis. Also wenn man Patienten, die gesetzlich versichert sind, behandelt. Ich habe versucht, dann mal den Ausweg zu suchen. Ich habe 2009 bis 2011 eine Privatpraxis, eine kleine in Frankfurt eröffnet und habe gedacht, gut, wenn ich privat behandle, kann ich entscheiden, was ich tun kann und was nicht. Da wird mir nicht so viel reingeredet. Aber auch das ist nicht so einfach, weil eben auch die privaten Versicherer inzwischen auch ganz viel kontrollieren und dann über den Patienten einen Keil zwischen Behandler und Patient treiben und sagen, naja, dein Behandler hat falsch abgerechnet, der macht da was falsch. Und dann kommt der Patient völlig aufgelöst und sagt, warum haben Sie das gemacht? Und man steht so zwischen den Stühlen und darauf habe ich dann keine Lust mehr gehabt. Ich habe 2014 gesagt, das reicht mir, ich will das einfach nicht mehr. Also und habe aufgehört und habe andere Wege gesucht, mein Wissen an den Mann zu bringen. Der Zahnarztberuf ist ja dadurch auch ein bisschen in die öffentliche Wahrnehmung geraten, dass die Suizidraten bei Zahnärzten sehr hoch ist. Die Suizidraten aber natürlich auch. Es gibt da wohl auch Studien, die belegen, dass die Zahnärzte unter den Medizinern diejenigen sind, die sehr, sehr früh sterben. Und das ist auch kein Wunder. Also ich selber habe viele gesundheitliche Probleme gehabt. Und also man ist natürlich unheimlich vielen toxischen Belastungen ausgesetzt. Also mal abgesehen von dem Quecksilber, das man ständig einatmet, weil man, auch wenn man sagt, man legt keine Amalgamfüllungen mehr, ich habe, glaube ich, seit 94 keine einzige Amalgamfüllung mehr gelegt. Ganz bewusst habe ich mich dagegen entschieden, aber was viele nicht vergessen ist, wir bohren ja ständig alte Amalgamfüllungen raus. Das heißt, wir sind diejenigen, die es die ganze Zeit einatmen und konsequenterweise müssten wir eigentlich Atemschutzmasken tragen, wenn wir in der Praxis arbeiten. Ja? Und unser Personal, also das, und dann kommen noch diese ganzen Monomere dazu. Also wir arbeiten mit Kunststoffen, wir schleifen sehr viel, Metalle werden abgeschliffen, wir kriegen den ganzen Schleifstaub eben auch ab. Unsere Lungen erkranken sehr schnell. Also da gibt es eben ganz, ganz viele Hinweise und auch ist ein sehr stressiger Beruf und insofern ist die Lebenserwartung da relativ gering. Also da würde jetzt zu Ihnen in der Beratung jemand kommen, der irgendwie ein Löchlein im Zahn hat. Mhm. Was würden Sie ihm sagen? Also heute ist mein Ansatz eben ein komplett anderer und vielleicht sollte ich das kurz erklären, weil ich sage heute, ich bin eine holistische Zahnärztin und holistisch in dem Sinne, dass ich nicht nur ganzheitlich bin, sondern wirklich holistisch. Was bedeutet? Ich betrachte Krankheiten auf drei Ebenen, auf Körper-, Geist- und Seelenebene, weil das für mich dazugehört. Also ich habe nicht nur diese naturheilkundlichen Zusatzausbildungen gemacht, sondern als ich gemerkt habe, auch das funktioniert nicht immer. Also das funktioniert in vielen Fällen besser als die Schulmedizin, aber auch nicht überall, war ich ziemlich frustriert und habe gedacht, es muss doch noch irgendeine Essenz geben, die noch fehlt und habe selber durch eine Krankengeschichte, die ich hatte, mich in die Richtung entwickelt, dass ich auch mich über Bewusstsein eben informiert habe und dann auch eine spirituelle Ausbildung gemacht habe 2015 und gemerkt habe, okay, da ist noch etwas, das gehört noch dazu. Und bin dann auf die Psychodontie gestoßen vom Dr. Ehlmann, der hat es auch empirisch sozusagen herausgefunden, hat Zusammenhänge feststellen können zwischen den Meridianen und den Organbeziehungen und Emotionen, die eben dazugehören. Also wir können zu jedem Zahnfach eben auch eine Emotion zuordnen, die mir sagt, wenn ich jetzt an diesem Zahn ein Problem habe, dann steckt da ein Thema dahinter. Also die Karies-Theorie sagt zum Beispiel, wir haben Bakterien, die ernähren wir mit Zucker, dann entstehen Säuren und das greift den Zahn an. So entsteht Karies. Also ist die Erklärung der Schulmedizin, wir müssen besser putzen.
und die Bakterien in Schach halten. Ja? Aber wenn das so einfach wäre, dann dürfte es heute ja auch keine Karies mehr geben. Also die Hygienemaßnahmen sind perfektioniert worden. Wir haben die professionelle Zahnreinigung. Wir haben die Fluoridierung, die ja angeblich die Zähne schützt. Aber es gibt trotzdem immer noch Karies. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Und wenn wir Bakterien in der Mundhöhle haben, haben wir die Bakterien überall, also im ganzen Speichel. Und warum kriegt dann ein Zahn eine Karies und nicht alle Zähne eine Karies? Also das hat sich für mich nicht schlüssig angefühlt. Und dann habe ich eben erst durch diese Erklärung von dem Dr. Edelmann kapiert, okay, also es geht wirklich immer darum, es geht um einen lokalen Energiemangel in einem Meridiansystem. Also, und der Zahn, der jetzt zum Beispiel einen Energiemangel hat, weil er entweder auf körperlicher Ebene durch Nährstoffmangel, also da komme ich vielleicht auch nochmal gleich drauf, es gibt nämlich noch eine alternative Karies-Theorie, entweder hat der Meridian eben Energiemangel, weil er eben zu wenig Nährstoffe bekommt oder weil er durch bestimmte Emotionen einfach geschwächt ist. Und da setze ich dann an, das Thema dahinter herauszufinden und mit dem Klienten zu erarbeiten, was er machen kann, dass da wieder der Energiefluss kommt. Und dann können manche Regenerationssysteme auch wieder funktionieren. Denn wir haben alle Regenerationssysteme in unserem Körper. Daran glauben viele nicht, aber wir haben sie. Unser Körper ist eigentlich ein geniales Instrument, was wir mitbekommen haben. Wenn das gesund wäre und wenn das gesund oder optimal funktionieren würde, dann würden viele Krankheiten gar nicht existieren. Aber dadurch, dass wir eben in einer permanenten Unterversorgung sind, also das Thema Nährstoffmangel ist da ein ganz wichtiges Thema, dadurch funktionieren die Systeme, die eigentlich anspringen könnten, nicht mehr. Also wir können zum Beispiel auch eine beginnende Karies remineralisieren durch unseren Speichel, aber wenn der Speichel nicht im optimalen pH-Wertbereich ist, weil wir übersäuert sind, dann funktioniert das nicht. Ja? Welche Funktion hat der Phosphorreichtum unserer Nahrung mit kariösen Phänomenen? Da müsste ich das Wort an den Chemiker abgeben. Also die ganze Säure-Base-Theorie basiert letztendlich, oder wenn man es richtig rechnet, alles, was phosphorhaltig ist, wird zu Phosphorsäure metabolisiert und Phosphorsäure übersäuert unsere Körperflüssigkeiten. Mhm. Man muss eigentlich nur die Mengenmineralien rechnen. Calcium wird zu Calciumhydroxid basisch, Kalium zu Kaliumhydroxid und Calcium zu Calciumhydroxid. Mhm. Calcium, Magnesium hatte ich nicht gesagt, aber gemeint, haben zwei basische Äquivalente jeweils, Kalium ein basisches Äquivalent, Phosphorsäure aber drei Säureäquivalente. Mhm. Und wir nehmen 1000 Milligramm Phosphor zu viel zu uns typischerweise und dadurch wird unsere Körperflüssigkeiten sauer und zumindest mein Wissen, dass die Phosphorfracht unserer Nahrung der Hauptverursacher unserer Übersäuerung ist und damit auch einen erheblichen kariösen Effekt hat. Auf jeden Fall. Also sobald der Speichel nicht mehr im basischen Bereich ist, also zwischen 7 und 7,4 ist der optimale pH-Wertbereich für den Speichel, funktionieren seine Systeme nicht mehr. Also der Speichel hat Puffersysteme, um Säuren zu neutralisieren. Das fällt aus. Dann hat der Speichel eine Spülfunktion. Also die hat jetzt nichts mit dem Säuregehalt zu tun, aber das ist auch noch eine Funktion. Und dann enthält der Speichel natürlich ganz viele Mineralien, die er in den Zahnschmelz einlagern könnte, wenn der pH-Wert eben zwischen 7 und 7,4 liegt, was er aber nicht einlagern kann, wenn es sauer ist. Das heißt, die Karies schreitet sehr viel schneller voran. Essen Sie noch Brot? Na, also ich esse kein Brot mehr, nein. Gut, weil Brot ist die Hauptquelle für Phosphor. Ach so, okay. Ja. Also ich esse es wegen, weil eben Kohlenhydrate ja auch zu Glucose abgebaut werden können und das ist ja
die verstoffwechselt neutral. Es ist wirklich, gerade Getreideprodukte sind die, die Phosphorbombe. Okay. Gut zu dazu wissen, noch ein paar Schmelzkäse, Parmesan habe ich früher gerne gegessen. Nee. Nochmal zu Karies, zu Löcherchen. Ein befreundeter Zahnarzt hat mir mal gesagt, dass je nachdem, wie groß und wie großzügig der Arzt bohrt, dass es da auch nochmal unterschiedliche Kostenabrechnungssysteme gibt und dass es eine gewisse Tendenz daher gibt, dass ein Zahnarzt eher größer bohrt als kleiner. Auf jeden Fall. Also ich hatte das Glück, muss ich ehrlich sagen, ich habe in Berlin studiert, an einer nagelneuen Universität damals, und wir hatten einen Schweizer Professor für die Zahnerhaltung, Jean-François Roulet. Ich bin ihm heute noch dankbar. Der hat das, hat uns beigebracht, minimalinvasiv zu denken. Und das ist ein Wort, was eigentlich erst in den letzten 10 Jahren in der Medizin richtig groß wurde. Wir haben damals eben schon, wir sind daran geführt worden, eben schonend umzugehen mit der Substanz, die wir vorfinden, und nicht gleich alles aufzuziehen. Das heißt, das war immer in meinem Kopf abgespeichert, sodass ich eigentlich nicht großflächig eröffnet habe, aber viele meiner Kollegen machen das, vor allem dann, wenn sie wirklich auch wirtschaftlich denken müssen. Und der wirtschaftliche Druck auf Zahnarztpraxen ist einfach oder wird immer höher, also die Verdienstspannen werden immer geringer und die Praxen immer teurer. Wir kriegen Auflagen, eben Qualitätsmanagements zu machen und alle möglichen Systeme zu implementieren, die unheimlich viel Geld kosten. Das heißt, der Zahnarzt muss einfach gucken, wie er irgendwie immer mehr verdient. Das heißt, ohne jetzt jemanden bewusst beschuldigen zu wollen, aber die einfachste Möglichkeit ist eben zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht eine einflächige Füllung, sondern die wird halt jetzt zweiflächig oder dreiflächig oder ja, dann gibt es halt einfach mehr Geld. Schon mal den Spruch gehört, jeder Zahn steht einem Implantat im Wege? Ja, das kenne ich. Ich habe in einer Praxis gearbeitet lange, die sehr stark implantologisch tätig war. Also ich sollte auch in die Implantologie, habe mich dagegen erfolgreich gewehrt, weil für mich das auch so etwas war, was sich für mich nicht stimmig angefühlt hat. Und ich auch in dieser Praxis Dinge sehen konnte, die eben nicht optimal laufen mit Implantaten. Insofern habe ich mich persönlich auch immer dagegen gestellt. Es ist natürlich ein Standbein in der Zahnmedizin, mit dem man sehr viel Geld verdienen kann. Also die Implantologen sind schon die Besserverdiener. Ich habe mich mehr auf die Zahnerhaltung, die Parodontologie und auf die Kinderzahnheilkunde geworfen. Kinderzahnheilkunde ist eigentlich so das, was am schlechtesten bezahlt wird. Deshalb machen es auch so wenige. Insofern kenne ich diesen Spruch sehr gut. Ja. Aber ich persönlich habe auch, also ich habe eine eigene Leidensgeschichte. Ich habe als Kind eine Spange getragen, eine festsitzende Spange. Und Spangen, wenn sie zu viel Druck ausüben, können eben auch die Zahnwurzeln schädigen. Das Problem und das Gemeine dabei ist einfach, dass die Wurzel dann ganz langsam abstirbt und sich meistens erst nach 20 Jahren eben zeigt, was da falsch gelaufen ist. Ich habe viele, viele Fortbildungen in den USA gemacht und eine Fortbildung vor 12 Jahren, also ich bin da echt dankbar, dass ich die hören durfte, war von einem Kollegen, der eben genau darüber also berichtet hat, weil ich eben dieses, also ich habe das selber erlebt, dass ein Zahn bei mir sich langsam verabschiedet hat. Und der hat genau erklärt, die haben eine 20 Jahre Langzeitstudie gemacht, was sowieso ganz selten ist, dass über 20 Jahre Leute nachkontrolliert werden. Und da konnte man ganz klar feststellen, die Wurzelbehandlungen sind eben in dieser Studie darauf zurückzuführen gewesen, dass in der kieferorthopädischen Behandlung vorher zu viel Druck ausgeübt wurde und die Zähne dann eben abstarben. Und ich wusste schon im Studium, dass sich dieser eine Zahn verabschiedet. Ich habe gekämpft und gekämpft und diesen Zahn musste ich dann 2011 aufgeben. Und ich stand dann natürlich vor der Entscheidung, was mache ich, da das Ganze eben Frontzahnbereich
war, konnte ich nicht einfach sagen, ich lasse die Lücke so. Und da war für mich persönlich sofort klar, ein Implantat kommt nicht in Frage. Und jeder Kollege, der an mir behandelt hat, hat gesagt, du musst doch jetzt ein Implantat und du kannst das nicht machen. Und wie wirst du aussehen, wenn der Knochen sich zurückzieht? Und ich habe gesagt, nein, ich mache kein Implantat. Ich habe mir eine Brücke machen lassen aus Keramik und ich bin eigentlich, also ich bin glücklich, so wie es ist. Ist natürlich keine optimale Lösung, weil der Zahn einfach weg ist, aber das muss man einfach auch verstehen. Wir sind in so einer Übergangsphase momentan. Es gibt einfach viele Dinge, die wir auch noch nicht holistisch lösen können. Wir können die Saat setzen und hoffen, dass es eben dann langfristig keine Beschwerden mehr gibt. Aber es gibt einfach noch genug Leute, die haben Verluste an Zahnsubstanz oder an Zähnen und die müssen wir irgendwie versuchen, oder da den besten Kompromiss zu finden. Insofern auch die Frage auf das Loch. Wenn das Loch zu groß ist, muss es versorgt werden, klar. Und da ist dann immer die Frage, naja, wenn praktisch wenn das Loch so tief ist, dass die Schicht zur Nervhöhle so dünn ist, dass der Nerv eben in Mitleidenschaft gezogen wird, weil ja auch, wir haben ja nicht nur verschiedene Säuren, die sozusagen im Mund dann auch auf diese dünne Schicht wirken, sondern wir haben ja auch einen mechanischen Druck. Also wenn sich da mal ein Körnchen reinsetzt und so viel Druck ausgeübt wird, dann kann diese dünne Wand zerstört werden und dann liegt der Nerv offen und dann ist die Wurzelbehandlung fällig, was eigentlich nicht das ist, was wir haben wollen. Also insofern, da muss man dann irgendwie gucken, wie... Kann man mit Mundspülung nicht so viel machen, dass man die dann aufbaut wieder? Also wenn es nicht so tief ist, ja. Also ich mache sowas zum Beispiel gerade mit meiner jüngsten Tochter. Mhm. Da haben wir auch eine kariöse Stelle und die habe ich nicht versorgt. Und wir sind dabei eben auch, ich versuche auch viele Dinge, die ich jetzt weitergebe, auf meinem Blog und auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Coachings versuche ich die Sachen weiterzugeben, die ich selber erlebt habe. Ja? Und so versuche ich da natürlich jetzt auch einen optimalen Weg zu finden, aber ich habe noch keine wirkliche optimale Lösung, die ich jetzt als Universallösung weitergeben könnte. Arbeite mit ätherischen Ölen, ja, also das ist jetzt etwas, womit ich sehr viel arbeite. Ich arbeite mit Sangomeriskoralle, um zu remineralisieren, mit Natron, um den Speichel eben basisch zu halten. Das sind alles die Dinge, die ich eben anwende. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, das muss jeder so machen. Und mein Anliegen ist auch, die Leute einfach zu inspirieren, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich kann nicht das machen, was ich mal gelernt habe, nämlich dogmatisch zu sagen, so, es ist das und dann machst du genau das. Also ich kann kein Rezept geben für, was machst du, wenn du ein Loch hast, sondern ich möchte einfach den Leuten helfen, auf den Weg zu kommen, auf dem sie selber spüren können, was ist für mich der richtige Weg, was kann ich machen und was kann ich für mich verantworten, weil ich kann nicht die Lösung für die anderen vorgeben, ja, weil es kommt auf so viele Dinge an, wie lebe ich, wie ernähre ich mich, in welchem Umfeld lebe ich, welche Vorbelastungen habe ich, wie ist mein Körper geschädigt durch Vorbelastungen, ja. Also deshalb kriegen wir immer unterschiedliche Grundvoraussetzungen, sodass es eigentlich für jedes Individuum immer nur eine individuelle Lösung gibt und es gibt keine Lösung für alle. Also ich habe mal Studien gesehen, da hat man Zähne elementspezifisch gescreent und man hat gesehen, dass gerade Zähne mit einem geringen Silbergehalt, mit einem geringen Nickelgehalt besonders kariös sind. Schon mal gehört, dass Silber und Nickel da eine Wirkung haben können? Gehört nicht, aber ich könnte mir das vorstellen. Also da könnte man sicherlich mal haben. Sie sind ja schon ziemlich viel rumgereist und Sie wandern jetzt nach Namibia aus. Ja. Welches Urvolk hat denn die besten Zähne?
Also ich kann nicht sagen, welches Urvolk, also da kann man sicherlich nicht sagen, das Urvolk, aber es gibt einfach auch da von Dr. Weston Price, den vielleicht einige hier kennen, der in den 30er Jahren an Urvölkern geforscht hat und der ist über, also der ist wirklich in der ganzen Welt herumgereist. Es war ein Zahnarzt, der mit eigenen finanziellen Mitteln auch sehr interessant gesagt hat, so ich möchte jetzt mal auch der Karies auf die Spur kommen und ist eben in der ganzen Welt rumgereist und hat die Urvölker untersucht. Hat Abdrücke von den Zähnen genommen, von der Kieferstellung oder Zahnstellung und auch das Zahnfleisch untersucht und hat festgestellt, die Leute, die noch ursprünglich leben, sprich auch sich ursprünglich ernähren, die haben alle weder Karies noch Parodontitis noch Kieferfehlstellungen. Also wir müssen ja auch mal gucken, in unserer modernen Welt, jedes Kind hat heute eigentlich eine Zahnspange, aber ist das normal? Also ist das, also das einfach auch mal zu hinterfragen, warum ist das so? Also das muss auch nicht so sein, das hat zumindest Weston Price so festgestellt und das liegt an, oder er hat einfach festgestellt, es ist die Ernährung. Ja? Und dazu passt dann auch wieder eine Studie von, also es gibt auch eine alternative Karies-Studie von Dr. Leonora und Dr. Steinman, die haben in den 50er Jahren angefangen zu forschen und haben, ich glaube, über 40 Studien rausgegeben bis in die 70er Jahre hinein. Und die haben gesagt, Karies entsteht durch einen anderen Prozess als das, was die Schulmedizin als Theorie vorgibt. Und wir müssen einfach auch immer sehen, alles, was die Schulmedizin sehr oft als Gott gegeben hinstellt, das sind alles Theorien. Das sind Hypothesen und Theorien und es ist nicht gesichert. Und wir kriegen das als Ärzte in der Ausbildung natürlich so serviert, als sei das so, ja, in Stein gemeißelt und übernehmen das unreflektiert, aber es sind Theorien. Das heißt, es gibt diese alternative Karies-Theorie, die aber nie weiter gepusht wurde und auch nie an Universitäten gelehrt wurde, obwohl die wirklich tolle Ergebnisse geliefert haben. Und der hat, oder die beiden haben festgestellt, es liegt an unserer Ernährung, und zwar deshalb, wir haben ein sogenanntes internes Versorgungssystem in unseren Zähnen. Und zwar hat er den Dentin Fluid Flow genannt. Und zwar, wir nehmen Nahrung zu uns durch den Kauvorgang, also durch den mechanischen Kauvorgang, wird praktisch unsere Kaumuskulatur aktiviert und darüber wird im Hypothalamus ein Hormon aktiviert, das wiederum die Ausschüttung eines Hormons in unserer Ohrspeicheldrüse, die eben in den Mund mündet, auslöst. Und dieses Hormon sorgt dafür, dass dieser Fluid Flow in Gang kommt. Und zwar wird praktisch von der Wurzelspitze, also wir haben ja Nerven, Gefäße und Lymphgefäße, die praktisch vom Knochen in die Zahnwurzel hineinkommen. Und die Schulmedizin sagt, es hört auf in der Pulpa, in der Nervhöhle. Aber Dr. Steinman und Leonora haben gesagt, nee, es geht eben weiter. Und zwar gibt es einen Pumpeffekt, den sie nachweisen konnten, auch im Elektronenmikroskop. Und zwar durch die Dentintubuli, das sind so kleine Röhrchen, die wir im Dentin haben, wird praktisch aus der Nervpulver werden Nährstoffe in das Dentin rein transportiert und über das Dentin hinaus durch den Zahnschmelz an die Oberfläche des Zahnes. Also, wenn das funktioniert, das System, wird der Zahn ernährt von innen und es legt sich dann praktisch auf die Zahnoberfläche wie so kleine Schweißtröpfchen ein Fluid. Und dieses Fluid hat so eine Zusammensetzung, dass der Zahn geschützt ist. Also man könnte Bakterien im Mund haben und die würden den Zahn niemals kariös machen, wenn dieses Fluid über dem Zahn liegt. Jetzt ist aber das Problem, wenn das System torpediert wird und das System wird torpediert durch Stress, hat er festgestellt. Und in der heutigen Zeit haben wir alle Stress. Und das System wird torpediert durch eine Mangelernährung, dass sich das System dann
umdreht. Also der Dentin Fluid Flow geht nicht mehr von innen nach außen und legt den schützenden Film über die Zähne, sondern es ist wie ein Strohhalm, der praktisch den Dreck aus der Mundhöhle einsaugt und ins Innere des Zahnes fördert und dadurch erst die ganzen Bakterien reinkommen und von innen den Zahn zerstören. Faktum ist ja, dass wenn man das Dentin anschaut, wenn man den Zahn schneidet, sich untersucht, das ist fast wie eine Bienenwabenstruktur. Genau. Jetzt muss man sich mal fragen, warum macht die Natur das so? Genau. Warum macht die Natur eine Struktur, eine Bienenwabenstruktur mit großer Oberfläche, die maximal anfällig für so eine Verkeimung wäre? Mhm. Wenn man sich diese Struktur anschaut und jemand mit einem gewissen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund sagt, das Ding ist doch auf Gegenspülung ausgelegt. Mhm. Also Naturkopien. Wenn man anschaut, wie das aussieht, also ich habe davon noch nie gehört. Mhm. Ja, davon hören ganz wenige. Sie haben mir das jetzt gesagt und bei mir macht's Klick. Ja, genau. Das kann gar nicht anders sein. Mhm. Super. Ja. Und die werden unterdrückt, von denen hört man einfach nichts, ja. Und ich sehe es halt als meine Aufgabe, einfach zumindest mal davon zu erzählen. Und wer dann sagt, oh ja, das hört sich für mich schlüssig an, schön. Aber ich sage nicht, es stimmt, es ist eine andere Theorie. Aber warum soll die Natur so dumm sein, so eine Bienenwabenstruktur zu machen auf mikroskopischer Ebene, die nach der gängigen Theorie maximal anfällig wäre? Mhm. Die Natur macht das, was sie tut, aus dem Grund heraus, aus einer intelligenten technologischen Lösung heraus. Egal, wo man hinschaut, die Natur ist uns technologisch gesehen Jahrtausende überlegen. Ja? Unsere Technologen, unsere Ingenieure, unsere Mediziner, Chemiker sind gemessen an dem, was die Natur zustande bringt, weit hinterhalb der Steinzeit. Mhm. Und wenn man das dann so sieht, natürlich muss es ein Gegenspülungssystem geben. Die Natur wäre blöd, wenn das nicht machen würde. Mhm. Sie hat ja über die Kanalstrukturen im Zahn, hat sie dir die Voraussetzung gesetzt. Total logisch. Mhm. Und jetzt ist es so, wenn man das nicht weiß, dass man eine Fähigkeit hat, wenn sie dem kleinen Kind sagen, hey, du kannst nicht laufen, dann kann es irgendwann auch nicht laufen. Aber in dem Moment, wenn wir uns unsere Vorstellung vorstellen können, wir haben so eine Art Gegenflow, dann werden wir auch anhand unserer Vorstellung diesen Gegenflow aktivieren, entwickeln können. Das Interessante ist eben auch, wenn man das weiß von diesem Fluid Flow und wenn man sich dann unter diesem Aspekt mal überlegt, was passiert, wenn wir Zahnärzteprophylaxe betreiben, indem wir den Kindern eine Versiegelung auf die Zähne draufschmieren. Und zur Versiegelung gibt es auch noch was ganz Interessantes zu erzählen, weil das wird eben auch ganz wenig publik gemacht. Also ich habe immer sehr viel, also ich habe auch sehr früh aufgehört zu versiegeln, weil ich gesagt habe, irgendwas stimmt damit nicht, weil ich sehr oft erlebt habe, wenn die Versiegelungen bröckeln und das Material ist ja nun mal eben auch nicht für alle Zeiten ewig haltbar. Das heißt, das wird irgendwann undicht, wie eine Füllung eben auch bröckelt. Und dann habe ich gemerkt, hey, da ist so oft Karies drunter und richtig dolle Karies. Und dann war ich auch, also manchmal ist es ja wirklich, das Schicksal schickt einen dann irgendwo hin. Und dann habe ich in einem Vortrag auch von einem alternativen Zahnarzt gehört, der gesagt hat, es gibt Untersuchungen, die belegen, warum wir so viel Karies unter Versiegelungen finden. Weil der Zahn, wenn er versiegelt wird, also wir kriegen ja auch Vorgaben, dass die Zähne direkt versiegelt werden sollen, wenn sie in die Mundhöhle brechen. Also mit 6 Jahren kommt der erste Backenzahn, dann soll direkt versiegelt werden. Und die Zähne kommen zwar als Zahnform in die Mundhöhle, sehen auch aus wie ein Zahn, sind aber, wenn wir es unter dem Elektronenmikroskop anschauen würden, überhaupt nicht komplett mineralisiert. Also der Zahn braucht den Speichel, der eben die Mineralien bietet, um zu mineralisieren. Und man nennt das Ganze eben zu reifen. Also die Zähne reifen erst in der Mundhöhle. Das heißt, wenn wir diesen Prozess der Reifung unterbinden, indem wir sofort ein
einen Plastikfilm obendrauf legen und praktisch den Kontakt zum Speichel unterbinden, haben wir unter der Versiegelung nicht ausgereiften Schmelz. Das heißt, der ist sehr viel anfälliger, wenn diese Versiegelung undicht wird und Bakterien drunter huschen, Karies auszubilden. Das heißt, es ist fast schon, also aus meiner Sicht, ein Kunstfehler zu versiegeln. Also ich setze damit eigentlich erst das Problem. Ja. Total spannend, total inspirativ, was Sie sagen. Ich wusste nicht, wie interessant Sie sind. Ja. Also ich bin total dankbar für dieses inspirierende Wissen, was wir hier erfahren haben. Also ihr hättet es nicht gedacht, ich wusste auch nicht, dass Sie so interessant sind. Sonst hätte ich...